mal mein Bestes. Vielen Dank, dass ihr mir das Mikro hier in die Hand gedrückt habt. Und ihr habt ganz fleißig hier Fragen aufgeschrieben, die wir so ein bisschen gebündelt haben. Und da ist auch Ladeinfrastruktur dabei. Aber die erste Frage, die geht nochmal an den Uwe. Und zwar, du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie schwierig so auch das ist, Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, sich mit dieser ganzen Technik und dieser ganzen Thematik überhaupt auseinanderzusetzen. Aus deiner Sicht spontan, was müsste passieren, um diese Widerstände zu durchbrechen und für mehr Interesse zu sorgen? Ja, also ich möchte dazu mal sagen, was ich erkannt habe und wo ich auch dran arbeite, ist erstmal von der Kfz-Innung Wittenberg her, die Entscheider mit zu überzeugen. Ich habe damit schon angefangen. Ich habe dafür gesorgt, dass im Vorstand einer der Kollegen, die im Vorstand arbeiten, von einem Hyundai Autohaus, nachdem ich schon so ein Fahrzeug hatte und das meinen Kunden zur Verfügung stellte, sagte, das kann doch nicht sein. Wieso habe ich als Hyundai Autohaus kein Elektroauto für meine Kunden? Ich sage, genau das ist die Frage. Und der hat inzwischen nachgezogen, hat auch zwei Fahrzeuge, ein Kona und ein Ioniq, mit denen er jetzt seine Kunden bedienen kann. Und er sagt, das ist ja eine Nachfrage. Ich sage, ja, versuch es doch wenigstens, so wie ich es mache. Und versuche es zu realisieren. Und ich denke mal, wir haben den Stein des Rollens zum Anstoß gebracht und es geht langsam los. Die Leute fragen nach, die Leute kommen, ich bin noch nie so ein Auto gefahren, ich möchte es gerne mal fahren. Aber wir erreichen das nur, indem wir, so wie ich das schon dargestellt habe, auch unsere Mitarbeiter mitnehmen, indem wir unsere Berufskollegen ein bisschen dafür an die Hand nehmen und zeigen, guck mal, so funktioniert es, so soll es sein. Und warum wollen wir nicht zu denen gehören, die es durchsetzen, anstatt zu denen gehören, die nachher auf der Strecke bleiben? Also heißt im Prinzip agieren statt reagieren. Wer agiert, hat die Freiheit. Wer reagiert, ist immer getrieben. Genau so. Okay. Ist da auch mal das Thema Marktdurchdringung angesprochen worden? Wir haben in Erinnerung darüber gesprochen. Man muss natürlich dazu sagen, viele der Kfz-Meister sind schon älteren Jahrgangs. Ich zähle mich jetzt auch nicht mehr zu den Allerjüngsten, aber es ist einfach so, man muss diese Neugierde beibehalten. Es kommt eine neue Technologie auf. Was heißt, sie kommt auf? Sie ist schon 10 Jahre da. Aber es wird rasanter. Und jedes Mal, wenn ich Berufskollegen treffe, muss ich immer wieder argumentieren und muss sagen, lasst euch doch von den Journalisten nicht in das Licht führen. Testet es doch selber. Und erst wenn ihr selber testet, werdet ihr feststellen, das ist das Richtige, das fetzt, das ist einfach in Ordnung. Das ist absolut richtig. Also die Erfahrung selber machen, die eigene Erfahrung, die ist grundentscheidend und die ist halt wirklich noch nicht da. Richtig. Michael, eine Frage, die ich jetzt an dich weitergeben möchte, oder ich leite das mal mit einer Vorfrage ein. Ihr lebt ja davon, Elektroautos zu vermieten. Die Grundidee von Nextmove war und ist es bestimmt auch immer noch, Neulinge an Elektromobilität ranzubringen, Interessierte, die sich damit mal reinschnuppern wollen. Jetzt reden wir über das, was du auch gerade gesagt hast, Ladeinfrastruktur, Laden. Wie oft werdet ihr angerufen und der Kunde sagt, ich bin liegen geblieben, der Akku ist leer, was soll ich jetzt machen? Ja, also tatsächlich kommt das gar nicht so häufig vor, wie man es vielleicht meinen könnte. Stefan hat dazu mal eine Analyse durchgeführt, hat gesagt, es sind 2 Kunden jetzt tatsächlich mal liegen geblieben, aber die beiden haben es provozieren wollen. Die wollten einfach wissen, wann ist wirklich null, ist das, wenn das Auto null anzeigt oder geht es dann noch ein Stück weiter. Ansonsten haben wir eigentlich wenig Probleme. Ich habe letztens mal ein Auto rausgegeben, da kam dann abends ein Anruf vom Kollegen, von dem Mieter, der an der Ladesäule stand und sagte, ich habe ja noch gar keine Ladekarte und was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe ihn darauf vorbereitet, habe gesagt, lade vorher mal die Minecraft-App runter, dann wird das schon funktionieren. Und blöderweise wusste ich in dem Moment nicht, dass ich die Ladesäule aufgehangen hatte. Und natürlich ist das bei uns abends um 7 das Problem, ja, Stadtwerke-Telefon, geht keiner mehr ran. Und ich habe ihn dann aber nach Hause geschickt, er wohnt um die Ecke und hat gesagt, okay, schlechter Start mit dem Auto, ich hoffe, es wird besser. Und sobald die Ladekarte kam und die Säule neu gestartet wurde, ging es dann auch. An sich, ich persönlich habe keine weiteren Anrufe bekommen, bei den anderen Kollegen hält es auch in Grenzen, sonst würden die bei mir durchklingeln. Ich habe auch gesagt, die sollen allen Mietern meine Telefonnummer mitgeben, wenn es irgendwo klemmt. Ich kann ja doch meistens remote freischalten, so eine Ladesäule, und ist bis jetzt aber noch nicht weiter vorgekommen. Kommen denn von den Mietern auch mal Feedback in Richtung,
könnt ihr euch nicht mal dafür einsetzen, dass da oder da diese oder jene Ladeinfrastruktur geschaffen ist? Weil das ist nämlich eine Frage, die hier von euch gekommen ist. Was sind eigentlich so die Kriterien für öffentliche Ladeinfrastruktur? Habt ihr so ein Feedback schon mal bekommen, was ihr vielleicht auch an irgendein Stadtwerk, an irgendeinen Betreiber weitergeben konntet? Also als Next Move machen wir das jetzt eher nicht, sondern das wäre dann wieder ein Fall für die IG Elektromobilität Sachsen. Dort sind wir auch sehr aktiv unterwegs mit der Drehwerk und der Ense, also unseren regionalen Stadtwerken, dass wir eben sagen, okay, was ihr jetzt hier gerade macht, gefällt uns nicht so richtig oder was ihr macht, gefällt uns jetzt gut. Wo wir natürlich aber trotzdem ein bisschen einen begrenzten Einfluss drauf haben, weil die auch von höherer Ebene bestimmt werden, was wo gebaut wird. Also tatsächlich ist es so bei den Stadtwerken, die können auch nicht unbedingt frei entscheiden. Das kommt von anderer Stelle wieder. Und was aber über uns als Next Move ist es jetzt persönlich noch nicht reingetragen worden, weil wir da auch wahrscheinlich jetzt der falsche Ansprechpartner bei dem Thema sind. Okay, wie sieht es aus dem Bereich, sag ich mal, Kfz? Mischt ihr euch auch eventuell schon mal in diesen Bereich rein? Schreibt ein Stadtwerk an, sprecht mit dem Bürgermeister irgendwas? Hier oder da soll diese oder jene Ladeinfrastruktur entstehen? Oder habt ihr das noch gar nicht auf dem Thema? Also definitiv habe ich das auf dem Thema und habe mich auch in dieser Richtung schon bewegt. Den Bürgermeister unserer Stadt habe ich inzwischen schon dazu bekommen, dass er mir sozusagen einen Freifahrtschein gegeben hat. Bitte kümmere dich, ich habe dafür keine Zeit, ich habe auch kein Geld. Du bekommst aber jede Menge Unterstützung von der Kommune, wenn du sowas errichten möchtest. Ich möchte unbedingt in meiner Stadt eine Schnellladestation errichten. Und du bekommst die Unterstützung, das passt so, wir kriegen das hin. Ich selbst bin natürlich jetzt auch, um jetzt auf das andere Thema zu kommen, mit der Envia in Kontakt schon gewesen zur Ladung und die winken erst mal ab und sagen, 10.000 Einwohner, das ist noch ein bisschen zu wenig. Ich sage, ja, ihr verlangt, dass so und so viele Elektroautos zugelassen werden. Ich kümmere mich drum, indem ich im Gebrauchtwagenbereich schon da sehr aktiv bin. Aber das ist wie Ei und Henne, wer war zuerst da? Wir können nicht verlangen, dass unter Umständen gar kein Schnelllader bei uns existiert. Wir Wohneinheiten haben, wo 500 Leute wohnen, die keine Garage haben. Man muss einfach sagen, wir müssen die Infrastruktur, Ladestation erstmal bereitstellen und nicht unbedingt gucken, sondern bei uns ist es so, viele Beschäftigte fahren bis Wittenberg, fahren teilweise bis Dresden. Wir haben in unserem Raum sehr viele, die in Leipzig bei BMW arbeiten, die bei Porsche arbeiten, gerade aus meinem Kfz-Bereich. Und ich sage, für die ist das ideal, mit dem Elektroauto zu pendeln, weil die müssten immer erst nach Wittenberg mit dem Zug und so weiter. Rechnet sich nicht. Es geht von Jessen aus relativ schnell, bis nach Leipzig zu kommen. Und da wäre ein Elektroauto eigentlich das Fahrzeug, was dem Diesel noch vorzuziehen wäre. Ja, viele argumentieren, es ist erstmal sehr teuer in der Anschaffung. Ich sage aber, ihr müsst alles andere drumherum sehen. Der Diesel ist teuer in den Inspektionen. Der Diesel ist teuer in der Versicherung. Machen wir uns nichts vor, die Elektroautos haben teilweise nur die Hälfte der Versicherung, was ich als Dieselfahrer habe. Ja, warum ist denn das so? Ich sage, frag die Versicherer. Die wissen, dass die Elektrofahrer nicht diejenigen sind, die das bis 180 km ausreizen, sondern die klipp und klar sagen, wenn ich 130 fahre, bin ich 3 Minuten später da und ich komme trotzdem an. Ich sage, diese ganzen Aspekte müsst ihr sehen bei den Kosten. Die Steuerfreiheit, klar, für 10 Jahre, was dann kommt, wissen wir noch nicht so genau. Aber ich sage, guckt die Probleme, die ihr jetzt habt mit den Verbrennern, mit den Dieselmotoren. Nehmt ein Elektroauto, testet das, probiert es. Und das machen wir auch mit unseren Kunden. Wir machen im Prinzip das, was Next Move geltlich anbietet, bieten wir unseren Verbrennerfahrern an. Nimm doch mal das Elektroauto. Und die sind dann überrascht. Eigentlich brauche ich kein Elektroauto. Ach, ich fahre mal. Hinterher kommt dann die Argumentation, mir hätte was gefehlt, wenn ich es nicht getestet hätte. Und das ist so der Punkt, wo wir da auch aktiv sind. Wieder die nächste Frage richtet sich auch wieder ein bisschen mehr vielleicht an Michael, oder du kannst einfach mal aus eurem Geschäftsbereich ein bisschen erzählen oder wie du es einschätzt. Ausbau der Ladeinfrastruktur, ist es aus deiner Sicht eigentlich noch nötig, an einen Schnelllader, ich mache jetzt mal ein bisschen so eine etwas provokante Frage, an einen Schnelllader einen AC-Anschluss zu setzen, oder sollte man nicht eigentlich inzwischen darauf verzichten und bei Schnellladern wirklich nur noch DC-Anschlüsse machen? Also da könnte mir der Thomas Walter jetzt zustimmen, wenn wir in Dresden nur noch Schnelllader ohne AC-Anschluss hätten, dann hätten wir in Dresden gar keine AC-Anschlüsse mehr. Es ist halt wirklich sehr abhängig davon, wo stelle ich die Ladesäule auf. Ja, ich muss halt bedarfsgerecht schauen, eine Schokodose an der Autobahn nützt mir genauso wenig wie der 350 kW-Lader am Kino.
Und das ist halt das, was tatsächlich aktuell nicht so beachtet wird. Man kann natürlich Folgendes machen, dass man sagt, man hat diesen DC-Lader dediziert, also ohne AC-Anschluss, und baut daneben vielleicht noch eine Typ-2-Ladesäule. Dann kommen sich die Autos nicht ins Gehege, die das vielleicht die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Da kann man bei dem einen sagen, okay, hier darf es eine Stunde stehen, bei dem anderen 4 Stunden oder noch länger. Das ist aktuell schwierig umzusetzen. Wir sehen das auch bei uns. Solange man die Politik fährt, ich baue nur eine Ladesäule hin und das muss ausreichen, dann hätte ich gerne immer noch den AC-Anschluss dazu. Man weiß nie, ob man ihn braucht. Genau. Eine Ladesäule ist keine Ladesäule. Also ich hätte auch noch mal eine Anregung für Jens Uwe. Uwe Yves, bitte. Wenn du mit dem Bürgermeister sprichst und das heißt immer, ja, wir haben kein Geld. Kurzes Nachdenken bringt dann doch auf die Idee, dass man sagt, wenn man selber kein Geld hat, dann lass es doch andere bezahlen. So, wenn also die Stadt das nicht bezahlen kann und es andere bezahlen, wer können die sein? Vorschlag von mir, und der funktioniert seit Jahren bei uns in Trebin, dass man in der kommunalen Satzung im Bebauungsplan verankert, dass genehmigungspflichtige Bauvorhaben nur dann durchgeführt werden können, wenn Ladeinfrastruktur vorgesehen ist. Das heißt, im Geschosswohnungsbau vorgesehen, bis der Erste sich meldet, dann wird es aktiviert. Im gewerblichen Wohnungsbau, bei Lebensmittelhändlern von vornherein aktiviert. Bei Büro, bei Werkstätten, bei Industrie vorrätig, bis der Erste sich meldet. Der hat einen Anspruch darauf. Diese Dinge kosten die Kommune nichts. Außer den Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung oder dem entsprechenden Gremium zu verankern, dann ist es verbindlich. Und nach unserer Erfahrung, deswegen mache ich diesen Vorschlag hier in der Runde, weil den kann jeder mitnehmen, funktioniert es. Denn die Planer, die ankommen, die wollen ja sehr früh auch Sondervereinbarungen treffen mit der Stadt, in der dieses Bauvorhaben durchgeführt wird. Denn die unterstützen das gegebenenfalls für den Ort, wo dann über diesen Bauantrag entschieden wird. Und da sind sich die Planer zu dem Zeitpunkt, in diesem frühen Stadium, wo darüber geredet wird, einig, bisher 100%, das machen wir, weil das kostet fast nichts. Der hat von seinem Bauherrn den Auftrag gar nicht bekommen, sowas zu machen. Das darf der gar nicht von seinem Verständnis. Er darf ja nichts ausgeben, was der Bauherr ihm aufgetragen hat. Aber wenn er nach Hause geht zum Bauherrn und sagt, hey, wir müssen da eine Ladestation bauen, das kostet uns aber nicht viel in dem Ganzen, dann ist das Thema durch. Es ist immer durch gewesen bei uns. Weil ich kann nur aus Erfahrung berichten, es funktioniert. 4 genehmigungspflichtige Bauvorhaben sind in dem Zeitpunkt angekommen, plus ein Wohnungsbauunternehmen, und alle haben sich dem ohne Murren unterworfen. Dann nehmen wir das mal so mit als Tipp für alle, die mit Entscheidern irgendwo auf kommunaler, städtischer Ebene reden und sagen, nehmt das einfach mal in den Katalog sozusagen der Anforderungen mit auf, dass das gleich eingebunden wird. Ich mache mal mit den Fragen kurz noch weiter. Also eigentlich bräuchte die Bundesregierung das nur als Verordnung festlegen, dass das so zu machen ist, und schon habe ich ganz schnell. Diese Forderung, die du ansprichst, die die Bundesregierung machen soll, die kommt ja über das EU-Recht. Das EU-Recht ist ja jetzt so, dass zum Beispiel bei Einkaufsgeschäften, also Parkplätzen bestimmter Größe, auch Wohnbauten, die neu gebaut werden, entsprechend Ladeinfrastruktur vorgerüstet werden muss. Allerdings wird das voll wohl erst wirksam 2025. Leider, erst sehr, sehr spät. Alles, was bis dahin gebaut ist, ist aus dem Thema raus oder vorbei. Übrigens ein Thema, warum sich Aldi Nord im Moment aus dem Thema Ladeinfrastruktur komplett raushält. Ja, weil die sagen, wir machen das erst, wenn wir es müssen. Die wollen das machen, aber sie machen es erst, wenn sie es müssen. Okay, ich nehme mal wieder den Fragenkatalog auf, um da noch ein bisschen voranzukommen. Wir haben schon sehr, sehr viel abgearbeitet. Ich frage jetzt nochmal hier an den Uwe. Wir haben vorhin die Frage an dich gestellt, hat denn schon ein Mitarbeiter von dir ein Elektroauto? Du hast es noch verneint, die nehmen lieber die Leihwagen. Aber wenn jetzt tatsächlich ein Mitarbeiter von dir sich ein E-Auto kauft, kommt zu dir und sagt, kann ich denn bei dir als meinem Arbeitgeber, und jetzt gehen wir in die thematische Richtung, kann ich denn bei dir, ich als Arbeitnehmer, bei dir, meinem Arbeitgeber, laden? Weißt du, wie da so im Moment die Bestimmungen sind? Geht das? Geht das nicht? Also ich weiß, wie die Bestimmungen sind. Seit 1. Januar diesen Jahres darf ich meinen Angestellten, ich bin ja selber Arbeitgeber, den Strom kostenlos zur Verfügung stellen. Ich muss dazu sagen, ich würde das sofort machen, wenn einer meiner Mitarbeiter mit dem Gedanken spielt. Ich kann nur dazu sagen,
Mein Jungmeister, der bei mir beschäftigt ist, ist derzeit dabei, sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen, hat gesehen bei seinem Chef, funktioniert. Hat jetzt die Planung drin, sich eine Ladeanlage zu Hause zu installieren. Also gehe ich davon aus, dass er in nächster Zeit selbst mit einem Elektroauto fahren wird. Und außerdem muss ich von mir aus sagen, ich befürworte das, dass meine Angestellten eine Kilometerpauschale bekommen. Die bekommen die bei mir steuerfrei. Ich habe einen Kollegen, der kommt aus Luckenwalde jeden Tag. Ich habe einen Kollegen, der kommt aus Torgau, Hessen, jeweils 45 Kilometer. Die bekommen bei mir eine Kilometerpauschale bezahlt. Wenn ich zu denen sage, du kannst dein Elektroauto laden, würde es für mich billiger werden. Okay. Okay. Michael, die Frage gebe ich mal so in leicht modifizierter Form an dich weiter. Hattet ihr schon als Elektroautoverleiher Anfragen in der Richtung von Arbeitgebern, welcher Art auch immer? Also da ich ja noch relativ jung im Unternehmen bin, muss ich bei der Frage wahrscheinlich passen, weil mich persönlich hat noch keiner angesprochen. Und wie das jetzt leider an den anderen Standorten ist, kann ich dir da im Moment auch nicht so direkt mitteilen. Also ich kann vielleicht noch aus der Praxis was sagen. Also wir arbeiten im öffentlichen Dienst und da ist es ein Kraus. Also ich habe es versucht über alle möglichen Wege noch aktuell. Und unser Direktor ist aktuell leidenschaftlicher Jaguar-Fahrer. Da sieht man die Akzeptanz natürlich ganz weit hinten. Und also ich habe mit dem Elektroroller angefangen. Da habe ich es mittlerweile durchgeboxt, dass ich den innerhalb im Büro laden kann. Die Akkus und habe schon einige Kollegen da auch ein bisschen mit infiziert, aber Elektroautoladen keine Chance. Und im Gegensatz, es wird dann nach aktuellem Stand steht bei uns eine größere Umbaumaßnahme an. Da wurde noch gesagt, ob sie überhaupt ihren Parkplatz behalten, das sei mal dahingestellt, und mit der Aussage wurde die ganze Geschichte erstmal ganz weit nach hinten gesetzt. Ich habe dann gesagt, wenn man eben einen Neubau macht, kann man doch an der Stelle direkt mal die Ladestation mitbringen. Mhm. Gucken, was kommt. Ja, ich habe es leider auch so erlebt, mir wurde dann gesagt, na, wenn wir für Sie eine Ladestation installieren, müssen wir für die anderen eine Zapfsäule aufbauen. Ja. Ich probiere es aber jetzt noch mal, es war beim alten Bürgermeister. Gut, wir kommen langsam zum Ende und ich würde jetzt, wir haben ja zwei wirklich super kompetente Gäste hier. Gibt es aus dem Publikum jetzt noch die eine oder andere direkte Frage an die beiden Gäste, die neben mir sitzen? Das sieht jetzt, ja, Volker? Wenn ich selber Ladeinfrastruktur aufstellen möchte, zum Beispiel, weil ich eine Bürgerinitiative vertrete und Bürger bei mir Geld deponieren, weil sie sagen, es soll was passieren mit Ladeinfrastruktur und ich will dieses Geld jetzt möglichst sinnvoll anlegen, sollte ich dann in DC oder in AC investieren? Da frage ich einfach mal links, einmal rechts. Also es geht jetzt nicht darum, eine Ladeinfrastruktur zu Hause zu installieren, sondern einfach nur dort. Ladeinfrastruktur mit Geldern von den Bürgern. Okay. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also du kannst Wirtschaftlichkeitsrechnung machen mit AC-Ladeinfrastruktur, du kannst Wirtschaftlichkeitsrechnung machen mit DC-Ladeinfrastruktur. Und im Moment ist es so, wenn du nicht gerade diese 15.000 Euro AC-Ladesäule nimmst, die meisten Stadtwerke nehmen, sondern einfach, weiß ich, eine einfache Emotionbox oder ähnliches, dann kannst du dort auch auf 10 Jahre gesehen durchaus profitabel werden. Bei einer DC-Ladesäule, also mit 50 kW lockst du jetzt sowieso keinen mehr vor die Haustür, da muss es schon ein bisschen mehr sein, dass du auch entsprechend Umsatz generierst. Aber selbst dann ist es einfach schwierig, weil du hast Netzanschlusskosten ohne Ende, müsst vielleicht irgendwo noch einen Trafo setzen. Und selbst wenn es nicht, müsste ich meine, die Ladesäulen selber kosten 40.000, 50.000 Euro in der Leistungsklasse. Also es ist, ich würde bevorzugen, AC-Ladeinfrastruktur zu errichten, davon aber intelligent, sinnvoll, ausreichende Menge. Und dann wird man dort auch Erfolg haben, weil man die Leute jetzt nicht so gänge. Also dieses Tankstellen-Denken finde ich sowieso nicht so toll. Wir merken es jetzt in der Stadt Dresden, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, die Drehwerk hat über das Sofortprogramm Saubere Luft knapp 60 Schnelllader kostenlos gefördert bekommen. Jetzt errichten die nur noch Schnelllader und wir wissen gar nicht, wo sollen wir unsere Autos jetzt sinnvoll laden. Ne? Also überall darfst du bloß eine Stunde stehen. Ich sage, wenn ich jetzt in der Stadt irgendwas machen will, es ist Mist. Also das kann man im Randgebiet machen und ein, zwei Schnelllader in der Stadt sind auch nicht verkehrt, aber der Rest sollte schon irgendwo AC sein. Und wenn man die Möglichkeit hat, persönliche Meinung, das kommt natürlich immer auf die Region an, sollte man da mit eigenem Geld, denke ich, in AC-Technik investieren. Gleiche Meinung auf der rechten Seite? Also ich sag mal ähnliche Meinung. Ich finde auch, dass AC ist eigentlich das erstmal, was das Wichtigere ist. Aber das bestimmte Aber ist dabei, wenn wir, so wie bei uns, in einem relativ dünn besiedelten Raum gar keinen Schnelllader haben, dann ist es natürlich erforderlich, so einen Schnelllader zu errichten. Grundsätzlich für die Leute, die auch mal sagen, ich brauche für 15, 20 Minuten den Schnelllader, damit mein Fahrzeug wieder voll ist. Oftmals ist es nicht viel mehr,
aber damit sie mobil sind, beweglich sind. Und ich persönlich achte auch darauf, es ist noch eine Ignoranz unter den E-Golf-Verkäufern, die dem Kunden sonst welche Schickimickis in den Autos reinschwatzen, aber nicht darauf achten, dass eine Schnellladefunktion da ist. Und meine Befindlichkeit ist so, die AC-Ladesäulen sind wichtig, aber man sollte so speziell an bestimmten Punkten Schnelllader errichten in größeren Gemeinden, um einfach sagen zu können, so, jetzt existiert das. Jetzt könnt ihr nicht mehr das Argument vorbringen, wir haben ja hier keine Ladesäule. Und den Zahn müssen wir den Leuten ziehen. Und ich glaube, da seid ihr alle mit dabei und argumentiert auch in der Richtung. Das ist eigentlich ein super Schlusswort. Und damit schließe ich jetzt mal den offiziellen Teil dieser Runde und bedanke mich bei meinen beiden Gästen, dass sie da waren, die Fragen so fleißig beantwortet haben. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, euch hat auch großen Spaß gemacht und danke euch, dass ihr da wart.